Bangladesch. Die Region wird regelmäßig von Zyklonen heimgesucht. Die Schweiz ist in Bezug auf Zyklonschutz eine der Pioniere. Schon in den 80er Jahren baute das damalige Schweizerische Katastrophenhilfekorps SKH Schutzbauten auf Erdhügeln, sogenannte Killers. Diese dienten als Rettungsinseln für Mensch und Tier. Mehrere tausend Menschenleben konnten so gerettet werden. Haiti. Das Erdbeben im Jahr 2010 fordert über 230.000 Menschenleben. Die Schweiz beteiligt sich in der Folge am Wiederaufbau der zerstörten Schulen und Spitäler. Das eigens dafür ins Leben gerufene Kompetenzzentrum für Wiederaufbau berät auch andere Hilfsorganisationen in Bezug auf erdbebensicheres Bauen. Das Kompetenzzentrum engagiert sich auch in der Ausbildung von lokalen Baufachleuten mit dem Ziel, die Qualität der Bauten und somit deren Widerstandsfähigkeit im Fall eines Erdbebens zu verbessern. Marokko. In der Stadt Fes hat die DEZA ein System mit Mess- und Überwachungsstationen eingerichtet, um die Bevölkerung rechtzeitig vor Überschwemmungen zu warnen. In Zusammenarbeit mit den Universitäten von Fes und Lausanne wurde eine Gefahrenkarte erstellt. Diese liefert wichtige Informationen für die Stadtplanung. Peru. Nach dem Erdbeben von 2007 instruiert die DEZA die ländliche Bevölkerung, wie man mit Adobe, einem traditionellen Baustoff, erdbebensicher bauen kann. Türkei. Im Jahr 1999 verwüsten starke Erdstöße die Marmara-Region. In der Folge setzt die Schweiz verschiedene Präventionsmaßnahmen um. Unter anderem unterstützt die DEZA die türkischen Behörden beim Aufbau von professionellen Rettungsteams und der Ausbildung von Freiwilligen. Und eine lokale Universität untersucht mithilfe der Schweiz die geophysikalische Beschaffenheit der Erdschichten. Besonders erdbebengefährdete Gebiete werden so präventiv erfasst. Sri Lanka. Nach dem Tsunami werden im Rahmen des Häuserbauprojektes der DEZA im Norden des Landes 5000 Familienhäuser erstellt, in sicherer Distanz zum Meer. Um der Versalzung des Grundwassers entgegenzuwirken, baut die DEZA zudem Regenwasserrückhaltebecken und Dämme. Gerade während der Trockenzeit bilden sie wertvolle Wasserspeicher für den Alltagsbereich und die Bewässerung. Liberia. Reis ist das Grundnahrungsmittel der 3,5 Millionen Einwohner. Vor dem Krieg war Liberia Reisexporteur. Heute leidet ein Drittel der Bevölkerung an Mangelernährung. Angebaut wird vorwiegend in exponierten, hügeligen Gebieten. Durch Brandrodung gehen Waldflächen verloren, was zu starker Erosion und Überschwemmungen führt. Gemeinsam mit der liberianischen Regierung hat die DEZA ehemalige Bewässerungsanlagen in tiefliegenden Sumpfgebieten erneuert und zusätzliche Produktionsgebiete erschlossen. Zwei Ernten pro Jahr sind nun Standard, die Ernährungssicherheit wurde verbessert und das Risiko von Überschwemmungen und Erosion nachhaltig gemindert.